Am Donnerstag werden wir die bedeutenden amerikanischen Daten zu den Aufträgen für langlebige Güter erfahren. Bleiben Sie dran. Um 7:15 Uhr werden die Schweizer Daten zur Industrieproduktion aus dem zweiten Quartal freigegeben. Im ersten Quartal 2016 kehrte die Industrieproduktion wieder zum Wachstum zurück und das nach 4 aufeinanderfolgenden rückwärtigen Monaten. Die deutschen Daten zum IFO-Geschäftsklima für August folgen um 8. Nach der Brexit-Abstimmung sank der Index im Juli. Dieser Rückgang war aber viel kleiner als erwartet, was darauf hindeutet, dass die deutschen Unternehmen recht robust sind. Die detaillierten Daten zu den amerikanischen vorläufigen Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter für Juli werden um 12.30 Uhr veröffentlicht. Der Juni-Bericht überraschte mit dem stärksten Rückgang in 6 Monaten. Die Händler erwarten keine nachhaltigen Verbesserungen in den kommenden Monaten. Die bedeutenden amerikanischen wöchentlichen Daten zu den Arbeitslosenanträgen erscheinen zur gleichen Zeit. Die Zahl der Erstanträge sank um 4.000 in der Woche zum 13. August, während die Zahl weitergehender Ansprüche um 15.000 in der Woche zum 6. August stieg. Die amerikanischen vorläufigen Daten zum Dienstleistungs-EMI für August erscheinen um 1.45. Der Index blieb im Juli unverändert und verweilt weiter im positiven Bereich. Die Daten zum japanischen Konsumpreisindex für Juli folgen um 10:30. Die jährlichen Daten zum Konsumpreisindex sind in den letzten 4 Monaten negativ gewesen, was die japanische Notenbank zu mehr unkonventionellen Maßnahmen auffordern könnte. Das war der Wirtschaftskalender für Donnerstag, den 25. August. Mein Name ist Sam Meredith. Ich bedanke mich für das Zusehen und sage bis bald.